Grüß euch. Wir sind mal wieder draußen. Es hat kuschelige 4 Grad minus. Wie ihr hier in der Umgebung seht, ist es schön weiß. Und ich möchte heute ein bisschen was von unserer neuen Ausrüstung zeigen. Allen voran, man sieht's, ich habe den Wilderness-Anorak an. Den habe ich mir jetzt auch schon modifiziert und gepackt. Das ist unser neuer Softshell-Anorak. Ist ein bisschen kürzer als der Parka. Ist von der Bewegungsfreiheit ein bisschen besser. Er ist ein bisschen mehr auf Outdoor und wenig auf Taktik angepasst. Eins der Merkmale sind die Seitentaschen für Messer. Also ich habe jetzt hier einen Mora und hier das Verbandspäckchen. Hintergrund des Ganzen ist ganz einfach, wenn es kalt ist, möchte ich keine Zipper aufdröseln oder an meiner Kleidung rumbasteln, um an die Ausrüstung zu kommen. Die wichtigen Sachen habe ich gleich außen. In der Brusttasche habe ich das Handy und den Kompass. Ich habe hier oben auch schon ein bisschen modifiziert. Ich denke, man sieht es ein bisschen. Das ist bei meiner ganzen Ausrüstung eben so, da wo Erste Hilfe drin ist, ist es rot markiert. Damit eben auch meine Kollegen und Kameraden sehen, wo meine Erste Hilfe Ausrüstung ist, wenn was ist. Ich habe jetzt nur einen Schlauchschal, auch von uns, und ein Longsleeve-Shirt drunter. Wie gesagt, wir haben 4 Grad, mir ist jetzt eigentlich schon fast ein bisschen arg warm. Ja, was haben wir jetzt heute vor? Ich möchte 2 von den neuen Tabs zeigen. Ich möchte ein bisschen zeigen, was man damit machen kann, warum wir uns dafür entschieden haben. Ich möchte die Bekleidung hier draußen auch noch ein bisschen zeigen und auch noch ein bisschen Kleinkram vorführen. Ich werde euch jetzt mal mitnehmen auf den Weg und ja, dann schauen wir mal, was wir heute noch alles machen. Bis denn dann. Ja, ja, ist so schön. Erstens kommt das anders als, und zweitens als man denkt. Ich bin hier rausgegangen und habe mich auf einen Tag im Schnee vorbereitet und jetzt regnet es. Das ist aber ein ganz guter Überleitungspunkt. Nämlich zum Thema, was passiert, wenn es nicht so passiert, wie es passieren soll. Wir haben jetzt Mistwetter, es wird nass, es wird kalt. Und jetzt sehen wir mal an, mein Rucksack, der da hinter mir steht, ging irgendwo verloren, weil ich von einer Wildsau flüchten musste. Ich habe vorhin vor 2 Minuten erst einen Schlafplatz von Wildschweinen entdeckt. Bin ich mehr oder weniger drüber gestolpert. Ja, was mache ich dann? Ich habe jetzt hier meinen Wilderness Anorak und die Softshell-Hose an. Kurzer Beweis, ich habe die Hose wirklich an. Ich habe jetzt am Mann verstaut, eigentlich was ich brauche, um hier die nächsten 10-12 Stunden ohne Erfrierung zu überstehen. Ich habe hier mein Verbandszeug drin. Navigationsausrüstung ist hier wasserfest verstaut. Ich habe ein Paket mit Zunder. Der Feuerstahl sitzt unverlierbar in der Hose. Einen Letztstahl dafür habe ich nicht, dafür nehme ich das Messer. Ich habe das Verbandsbäckchen so, dass ich es eben griffbereit habe, ohne irgendwas rausfliegen zu müssen. Ja, und was mache ich jetzt, wenn es regnet? Irgendwann ist die Softshell durch. Das ist jetzt auch der Clou an Wilderness Anorak. Ich habe ja eine Rückentasche und ich habe einen Biwaksack. Alles am Mann, alles verstaut und alles ohne großartig aufzutragen. Gut, ein bisschen nach Michelin-Männchen sieht es aus, aber wir sind hier im Wald und nicht auf dem Laufsteg. Ich werde jetzt für die weiteren Locations einen etwas geschützteren Platz suchen. Nicht wegen der Ausrüstung, sondern wegen der Kamera. Also die Ausrüstung übersteht den Regen ohne Probleme. Bei meiner Kamera hätte ich da ein bisschen Bedenken. Deswegen ziehe ich jetzt mal weiter und schaue, dass ich einen anderen Platz finde. Und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt tatsächlich mal ein Häuschen weitergekommen. Man möchte es nicht glauben, es sieht immer noch genauso aus. Also es ist halt Wald und Schnee und Schnee und Wald. Und ja, was ich jetzt gerne mal zeigen möchte, das wäre das Rescue-Tab. Ihr habt es ja vorhin gesehen, ich habe einen Biwaksack aus meinem Smog gezogen, aus meinem Anorak. Und das ist jetzt mein Setup fürs Rescue-Tab. Ich habe den Packsack weggelassen und habe es geschnürt. Ich zeige es mal ein bisschen näher. Ich habe einen Satz von 5 Aluminium-Erdnägeln, ziemlich lang, fragt mich nicht, wo die her sind. Ich glaube, die waren mal bei anderen Mustern dabei. Ich habe Fallschirmschnur,
und ich habe natürlich das Tarp. Und wenn ich es ein bisschen flacher gefaltet hätte und vielleicht die Haken weggelassen hätte und nur die Schnur, mir die Haken bald wieder aufgeschnitzt hätte, ich habe ja nach wie vor meinen Mooramann, dann hätte ich das Ganze auch ohne Probleme wirklich hinten ins Mock packen können, beziehungsweise in den Anorak. Wäre nicht aufgefallen, nimmt genauso viel Platz weg wie der Biwaksack. Kann, wenn man es in Kauf nimmt, dass es hinten ein bisschen wölbt, auch mit dem kleinen Biwaksack hinten in die Tasche gepackt werden. Und ich werde es jetzt mal aufbauen. Und ja, dann schauen wir uns das mal zusammen an. So, jetzt hier ein kleines Detail, damit es nicht nur so ist, dass ich die Ausrüstung vorstelle, sondern auch ein bisschen was zeige. Ich habe die Zelthaken, die ich benutze, mal kurz hier in der Oberschenkeltasche griffbereit. Ich habe sie nicht auf den Boden gepackt. Warum nicht? Ich habe auch zum Beispiel Schnur und habe alles noch in einer Hand. Ganz einfach, wenn ich das Ganze hier verliere, muss ich suchen. Es kann sein, dass ich es nicht wiederfinde. Und last but not least, ich muss mit den Händen in den Schnee. Das heißt, ich werde nass, ich werde kalt. Und ich setze einfach meine Körpertemperatur damit herunter. Wenn ich friere, werde ich fahrig. Dann mache ich eventuell noch mehr Fehler. Und deswegen vermeide ich das Ganze einfach mit einem Handgriff. Ich lege die Dinger nicht am Boden, ich packe sie in die Oberschenkeltasche. Da sind sie verstaut, ich weiß, wo sie sind. Und alles locker. Ja, da haben wir jetzt das Tarp. Aufspannt, ziemlich asynchron. Als Notunterkunft. Man sieht, ich habe hier und an der Rückseite geschützte Seiten. Ich könnte jetzt hier ein kleines Feuer machen. Und das ist ja der Vorteil vom Rescue Tarp. Es ist flammhemmend. Das heißt, ich müsste keine Angst haben in der Nacht, aufgrund des Funkenflugs dann doch in einem brennenden Tarp aufzuwachen. Es wird durch Funkenflug nicht entzündet. Und das ist mit dem Grund, warum wir das eben auch für Survival-Situationen empfehlen. Ich mache hier kein Feuer. Ich bin hier im Naturschutzgebiet. Ich werde es auch sehr schnell wieder abbauen, weil es an sich allein schon durch die Farbe hier ziemlich störend ist. Aber in einer Notsituation, bei einer Bergtour, die schief ging oder ähnlichem, habe ich mit dem Tarp drei Vorteile. Erstens, es ist unglaublich leicht, ich kann es in der Bekleidung mitführen, habe ich ja vorhin gezeigt. Es hat innen die Silberbeschichtung, sie ist reflektierend. Das heißt, in wirklich heißen Gegenden kann ich mich damit vor der Sonne schützen. In kalten Gegenden wie hier reflektiert es noch weiterhin Wärme, auch von einem Lagerfeuer, das ich hier eventuell mache. Und dann die rote Signalfarbe. Man sieht es wirklich weit hin, es macht es Rettern und Rettungsdiensten wirklich leicht, eine Person zu finden. Ja, und last but not least, also mit einem Laufstab, einem Stück Schnur und 5 Haken oder 5 Ästen oder 5 schweren Steinen ist es aufgebaut. Ja, das ist das Rescue Tarp. Das Pocket Tarp ist genauso groß, ist noch ein bisschen leichter, ist halt nicht reflektierend, ist nicht flammsicher, aber für die Ultraleicht-Fraktion völlig ausreichend. Aber das Pocket Tarp kennt ihr eben schon, deswegen habe ich es nicht dabei. Ihr wisst, was man damit machen kann. Ich wollte euch heute eben mal das Rescue zeigen. Jawohl, hier kommt sie, die Stimme aus dem Off. Grüß euch. Ich bin jetzt, ja, ich schätze mal, eine halbe Stunde unterwegs, seit ich die Tarps aufgebaut habe, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und bin jetzt hier rausgekommen. Und würde euch das kurz, ganz gerne mal die Segel noch mal kurz zeigen. So sieht es hier jetzt aus. Relativ frisch. Und ja, wie schon gesagt, ich habe ein Rollkragenhemd an, ist noch nicht mal ein Pullover. Underarm-Unterwäsche, die Softshell-Hose. Und mir ist sackrisch warm. Ich werde mir jetzt für das nächste Video erstmal ein schönes Plätzchen suchen und dann erstmal die Jacke ablegen. Wir haben es, ich schätze jetzt mal, ja, der Schnee schmilzt noch nicht an, also ich schätze mal 3 bis 4 Grad haben wir es jetzt und ich komme so mit der Kleidung jetzt ganz gut aus. Ich habe noch eine Primaloft-Jacke im Rucksack, weil wenn ich wirklich dann mal still sitze, dann wird es auch garantiert kälter. Aber ich gehe jetzt wirklich davon aus, wenn ich ziehe jetzt hier mein Gepäck, ist nicht besonders viel,
Aber wenn ich zu dem Gepäck jetzt noch einen kleinen Daunenschlafsack dazu packen würde, ich könnte hier draußen übernachten. Ich hätte eigentlich alles dabei. Ich habe eine Isomatte. Gut, ich müsste mir mit Gras noch Isolation verschaffen. Ich müsste mir mit den Tarps einen vernünftigen Unterstand bauen. Und ich müsste natürlich für ein Feuer sorgen. Das kann ich hier alles nicht. Aber rein von der Theorie könnte ich mit dieser Ausrüstung, mit der Bekleidung, die ich jetzt habe, hier durchaus ein, zwei Tage draußen bleiben. Ist natürlich auch Gewohnheitssache, ob man es machen will. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch mal zeigen. Auch mal ein kurzes Status-Update zur Kleidung. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ja, grüß euch. Mein persönlicher Platz an der Sonne. Es ist jetzt das erste Mal heute, dass die Sonne wirklich rauskommt. Also es ist im Winter unglaublich, wie sich die Stimmung ändert, wenn die Sonne rauskommt. Ich habe jetzt fast schon wieder eine Phase, wo ich mir fast eine Sonnenbrille brauche. Aber ich habe dabei, Schneeblindheit ist tatsächlich kein Mythos. Momentan geht es aber noch. Und ich bin immer noch pudelwarm. Der Wind pfeift hier. Ich glaube, ihr hört es eventuell auch. Ich hoffe, dass ihr es hört. Also, dass ihr auch wisst, dass ich euch jetzt hier keinen Blödsinn erzähle. Und ja, ich stehe hier wirklich explizit mit dem Rücken zum Wind. Ich kann auch mal den Rucksack abnehmen. Ich merke nichts davon. Also, ich merke es im Nacken. Die Ohren natürlich, die bitzeln. Aber ich bin ansonsten wirklich eingepackt wie der Eskimo zur Weihnachtsfeier. Ja, eigentlich bin ich es nicht, weil ich bin viel dünner eingepackt, aber ich bin genauso warm. Ja, jetzt nehme ich mir meinen Rucksack und schau mal weiter. So, ja, jetzt sind wir am Mittagslagerplatz angekommen. Mein Rucksack hier schon mal trocken geparkt. Und jetzt kommt die nächste Etappe zum Einsatz. Die werde ich jetzt mal kurz zeigen. Das hier, gehen wir näher ran. Ist das Rocket Tarp. Ja, die Farbe ist, wie es im Shop so schön heißt, Multiterrain. Mal ist sie oliv, mal ist sie bräunlich. Man kann es ganz schwer einschätzen. Ich würde jetzt mal sagen, schmutzig, russisch, Walnuss, braun, oliv. Trifft es irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Meine Frau hat es als Spinat bezeichnet. Mein Freund hat es weniger schmeichelhaft als Kuhfladen bezeichnet. Vorteil ist, dieses Tarp passt wirklich eigentlich in jede Umgebung. Das ist auch wieder meine übliche Tarprolle, 5 Haken und Schnur. Man sieht schon, es ist größer als das Rescue Tarp. Das kommt mal dazu. Den Packsack habe ich anderweitig verwendet. So, das hier ist das Rescue Tarp. Ihr seht es. Schon ein bisschen mehr, es wiegt auch deutlich mehr. Aber es ist unglaublich robust. Also ich glaube, ich könnte auf dem Tarp Schlitten fahren. Auf dem auch, aber wahrscheinlich nur einmal. Der nächste Vorteil ist, dieses Tarp ist im Vergleich zu unseren anderen Tarps nicht Silikon beschichtet, das ist PU beschichtet. Macht auch das Gewicht mit aus. Hat aber den Vorteil, es ist nicht so rutschig. Man kann mehr damit machen. Also sprich im Hinblick aufs Basteln, Modifikationen etc. Und man kann es einfärben. Ich werde das mit dem auch machen und das werde ich euch im Sommer dann auch mal zeigen. Es wird eine Seite beige und braun betont, gepainted quasi, also bekommt einen Paintjob, und die andere Seite wird grün betont für Dickicht, Wald etc. gesprüht. Und dann machen wir hier mal einen kleinen Tarnvergleich mit dem Tarp. Jetzt hier im Winter ist es ziemlich Banane, weil egal wo ich hingehe, gibt es eigentlich nur eine Farbgebung, die funktioniert. Das kennen ja die meisten von euch, das Bundeswehr-Schneetarn. Aber wie gesagt, im Sommer werden wir das nochmal mitnehmen und dann werden wir damit mal ein bisschen basteln. Ich werde es jetzt hier mal aufbauen. Und was er bitte auch gleich im Hinterkopf behaltet, von der Aufbauform, von der Größe, ist das identisch mit dem Wilderness. Das Wilderness ist aber Silnylon,
ist weitaus leichter, weitaus kompakter, ist so groß wie das Rescue Tarp, mit der Fläche aber, weil das Rescue Tarp ist, Moment, 2,40 auf 1,40 und das hier ist 2,50 auf 2 Meter. Also das ist schon ein ganz schöner Unterschied, dadurch auch das größere Packmaß und Gewicht. Aber hier hat man halt wirklich ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, Wohnraum. Aber das seht ihr gleich, weil ich baue es jetzt auf. Ich werde es auch mal einrichten, weil ich werde hier Mittagessen machen. Und beim Mittagessen zeige ich euch auch noch ein paar andere neue Sachen, die wir jetzt gerade am Testen haben. Aber das werdet ihr dann schon sehen. So, hier ist das fertige Tarp. Diesmal mit der Stimme aus dem Off. Gehen wir jetzt mal kurz rum. Aufbau. Das ist der gleiche wie vorher. Man schön die Halbpyramidenform. Wird jetzt vielleicht auch den Regen, den Schneeregen, der wieder einsetzt. Und wir sehen es jetzt hier bei der Form. Ich will jetzt mal kurz zeigen. Es läuft immer noch alles ab wie soll. Und ich werde jetzt mal auch mal innen reingehen. Man sieht jetzt hier auch, der Stoff ist wirklich straff gespannt. Hier ist jetzt ein bisschen Bewegung drin. Ich hoffe, die Kamera kompensiert das Ganze jetzt ein bisschen. So. Mal ganz kurz in den Schnee packen. Den Platz innen sieht. Ich kann mich hier unter der Version nach wie vor lang machen. Ich habe hier Platz für die Ausrüstung, ich habe da hinten Platz für die Ausrüstung. Hier und hier. Jetzt normalerweise so machen. Ich würde da hinten meine Ausrüstung hinpacken, so die Isomatte. Hier den Kocher, bleibt die Wärme drin. Und je nach Lage würde ich eventuell auch noch vorne mit Poncho oder ähnlichem zumachen. Ja, und dann sieht es ja, ich bin von drei Seiten geschützt. Ich kann hinten noch mit Schnee abdecken, ich kann die Seiten mit Schnee abdecken, ich bin dann windgeschützt. Wäre ich in einer Gegend, wo es erlaubt wäre, könnte ich hier ein Feuer machen und Ginster sammeln, Reisig sammeln, mir ein wirklich weiches Bett reinbauen. Das Tarp hält wirklich einiges aus, das ist wirklich sehr robust. Wenn ich das jetzt auch noch der Umgebungsfarbe anpasse, könnte ich es ja auch mit weißen Flecken für Wintertarn versehen, dann wäre das das ideale Einsatztarp. Also das ist das Tarp, was wir eigentlich mit dem militärischen Hintergrund im Hinterkopf entwickelt haben, dass wir eben gesagt haben, ja, Tarp, das nach wie vor leicht ist, leichter als eine Zeltbahn, leichter als eine Zeltbahnhälfte, mit der man mehr machen kann, das mehr aushält und trotzdem immer noch weniger wiegt. Und von der Farbe her, wir hatten die Möglichkeit, ein ziemlich kräftiges Grün und ein sehr helles Sandfarben zu nehmen. Beides ist nicht sehr universell. Und gerade wer es militärisch nutzt, der kauft sich jetzt nicht unbedingt zwei Tarps, für jede Gegend eins. Weswegen wir dann etwas länger getüftelt haben und dann diese Mischfarbe genommen haben. Und damit sind wir sehr zufrieden. Das haben wir jetzt in verschiedenen Regionen ausprobiert. Ihr seht es bei uns im Shop. Ich habe von den meisten Tabs jetzt leider erst Winterbilder, weil sie sind jetzt im Winter gekommen. Aber von dem Tab hier habe ich auch Bilder vom Sommer, wo wir in den Alpen waren. Es hat sich auch da in die Graslandschaft wunderbar eingepasst. Es hat sich in Felslandschaft wunderbar eingepasst. Also mit der Farbe sind wir sehr zufrieden. Und ich sage jetzt mal vom Packmaß, Gewicht, kommt es ungefähr auf die, also Pi mal Daumen auf die Relation vom Bundeswehrparker. Parker? Nein, natürlich nicht. Auf die Relation vom Bundeswehrponcho. Weiß jetzt nicht, wie ich auf den Parker komme. Ja, was man jetzt aussieht, ich sitze hier im Schnee,
und es macht mir eigentlich nichts aus. Grund dafür ist, ich werde jetzt mal ganz simpel zeigen, die Hose ist unten nochmal mit Cordura verstärkt. Da kommt erstmal nichts durch. Ich bin nach wie vor kuschelig warm. Also bin sehr zufrieden jetzt mit der Kleidung, wie sie sich im Winter schlägt. Wir haben ja letztes Jahr schon aus dem gleichen Material den Parker getestet. Das war uns also eigentlich klar, dass es funktioniert. Die Funktionalität ist eben auch gegeben. Ich komme immer und jederzeit an meine Ausrüstung. Ans meiner Meinung nach wichtigste Werkzeug, ans Messer. Und die Hose ist jetzt eben auch so geschnitten, dass sie eben mit Winterstiefeln zusammenarbeitet. Dass man eben auch wirklich ohne Schnee in den Stiefeln den Tag verbringen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, also so Temperaturen bis minus 10 Grad traue ich mir zu, die Hose ohne lange Kälteschutzunterwäsche drunter zu nutzen. Wenn es kälter wird, würde ich Merino-Unterwäsche drunter ziehen. Und im entgegengesetzten Bereich, ich habe die Hose angehabt bei Temperaturen bis, ich würde jetzt mal sagen, 15 Grad. Bei 15 Grad und Sonnenschein wird es dann schon langsam sehr warm. Aber bis dahin kann man sie ohne Probleme auch als Outdoor-Hose tragen. Fällt auch, wenn man jetzt nicht gerade wie ich in Unifarben unterwegs ist, durch den Ton in Ton, dann fällt es auch nicht so sehr als militärisch auf, weil die Oberschenkel halt mal relativ flach sind. Ja, das war es jetzt eigentlich mal mit der Bekleidung und mit den Tabs. Ich werde jetzt erstmal das Mittagessen vorbereiten und da zeige ich euch dann auch noch das eine oder andere. Dann sehen wir uns dann zum Mittag. So, Mahlzeit. Was ich euch jetzt mal zeigen möchte, wäre ein Kochsystem. In Teilen haben wir es schon. Und in Teilen sind wir noch am Überlegen, ob wir es jetzt in den Shop nehmen. Gut, na, bisschen holprig hier. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und zwar habe ich hier in der Hand ein komplettes Kochsystem. Komplett meine ich auch wirklich komplett. Auf. Wir haben Titansburg, haben wir ja schon im Shop. So, machen wir ganz auf. Der Spiritus-Kocher ist jetzt nicht der, den wir im Shop haben. Unser ist ja golden, der hier ist silbern und ich zeig's auch mal, den habe ich schon länger im Gebrauch. Also der ist durchaus mitgenommen, aber er tut noch seinen Job. Ja, und jetzt kommen wir zum ersten neuen Teil. Ich kaufe das ja aus Titan. 300 ml. Unter anderem die perfekte Menge für eine Portion Fertignudeln. Sei es jetzt die als beliebte Terrine oder Tütensuppe. So, aber es kommt noch mehr. Ich habe mir nämlich den kleinen Schatz hier. Der ist neu. Habe ich jetzt einen. Paar Wochen in Gebrauch. Diejenigen, die unser Blog verfolgen, kennen den schon, die haben ihn gesehen. Müsste das Album Alpine gewesen sein, wo wir in den Alpen waren. Da hatten wir den dabei. Und der hier ist ja bekannt. Das ist unser Titantopf. Mit samt Deckel. Deckel ist wichtig. Da geht nämlich ansonsten sehr viel Hitze verloren. Und der Kocher ist ausreichend bis zu einer Größe, Topfgröße von 2 Litern. Und das ganze Set, also wirklich mit Besteck, der Brenner, die Tasse, wiegt im Set 280 Gramm. Also wer einen Army Edelstahlfeldbecher daheim hat, kann den mal auf die Waage stellen und schauen, wie viel der wiegt. Und hier hat man ein komplett in sich geschlossenes System mit eigenem Windschutz. Mit Brenner, kann im Notfall auch mit Holz und Esbit befeuert werden. Also mit Esbit auf jeden Fall, aber mit Holz halt mit ein bisschen Mühen. Das ist jetzt, ich sag jetzt mal, mehr der Survival-Aspekt. Aber generell hat man wirklich ein sehr kleines, in sich geschlossenes System. Es passt natürlich auch noch Kleinkram mit rein. Man kann noch seinen Tee mit im System mitführen. Man kann kleine Zuckerdose oder Gewürzdose noch mit reinpacken. Das ist wirklich unglaublich kompakt, es ist unglaublich leicht und ich habe dieses Set jetzt so seit, ja, ich will nicht lügen, 19 Monaten im Gebrauch. Ich bin selbst sehr zufrieden. Der Nachteil ist halt, der komplette Set aus Topf, Tasse
Besteck, Brenner, Kocher wird roundabout auf 80, 90 Euro kommen. Das ist für einen Spirituskocher ein Haufen Geld, aber dazu muss man eben sagen, es ist kein anodisiertes Aluminium, es ist kein beschichtetes Aluminium, es ist Titan. Das macht eben auch das Gewicht aus. Da würde mich jetzt bei euch interessieren, so mit ein bisschen Wortmeldungen und meinen Kommentaren auf YouTube, auf Facebook, wäre das für euch interessant oder nicht? Würde euch der Kocher alleine reizen, dass er euch selbst euer System zusammenstellt? Sagt mal, was ihr möchtet, was ihr davon haltet. Findet ihr es total doof? Ist für euch unter 2 Liter ein Topf kein Topf, sondern eine Tasse? Schreibt es einfach mal. Wir ignorieren euer Feedback ja nicht. Wir gehen drauf ein, wir schauen, was man machen kann. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also wie gesagt, ich werde das System jetzt auch mal benutzen. Ich werde dann auch noch ein paar kurze Clips im Gebrauch schießen. Und dann würden mich eure Kommentare hinterher im Blog dann eben sehr freuen. Jo, in diesem Sinne, auf geht's zum Kochen. So, da brutzelt jetzt gerade mein Mittagessen vor sich hin. Der Kocher ist schon voll in Aktion. Man sieht's ein bisschen auf dem Video. Braucht jetzt ein paar Minuten, dann kocht's Wasser. Dann gibt's erstmal das erste warme Essen heute. Die Zeit wollte ich jetzt mal nutzen, einfach mal so, ich sag jetzt mal off-topic, on-topic, mal was zu sagen. Wir sind richtig, richtig erschlagen worden von eurem Feedback, wie viele Leute sich wirklich bei uns an der Diskussion mit beteiligen, wie viele Leute auch mal Vorschläge machen und wie ihr auch drauf eingeht. Wir haben ja dieses Jahr jetzt nicht so viel gemacht. Ich sage jetzt mal in Richtung des Blogs. Es kam auch nicht so viel Neuentwicklung. Es war einfach dieses Jahr mal ein bisschen Bestandspflege bei allem. Großes Projekt war natürlich das Flecktern, das wieder zu bekommen. Reukert kam dieses Jahr wieder. Und was ihr vielleicht auch merkt, wir gehen wirklich exzessiv in die Outdoor- und Survival-Richtung. Das ist eben auch ein Thema, wo ich wirklich involviert bin. Wo ich auch wirklich dahinter stehe und wo ich auch wirklich sage, das ist für mich mehr als ein Hobby. Und dementsprechend, alles, was wir in der Richtung machen, ist wirklich basiert auf eigenen Erfahrungen. Und das wollen wir schon nächstes Jahr auch mehr ausbauen. Wir hatten dieses Jahr, ich glaube, 2 oder 3 Videos nur. Und wir haben auch, ich glaube, wenn es hochkommt, vielleicht 5 oder 6 Touren jetzt gemacht, wo wir Ausrüstung getestet haben. Weil halt sehr viel bei uns jetzt intern ablief. Das soll nächstes Jahr anders werden. Und was uns aber wirklich, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wirklich motiviert, da weiterzumachen, ist einfach das Feedback, das wir von euch bekommen. Das freut uns wirklich. Und es zeigt eben auch, dass zwar, ja natürlich, ich meine, wir verkaufen Ausrüstung, ergo es wird von euch was konsumiert, aber ich sehe es eben auch, wenn Leute eben wirklich nachfragen, wie lief es denn damit und wie ging es euch dabei, und dass die Leute wirklich auch, was heißt die Leute, dass ihr eben auch wirklich sagt, ja, wir nehmen das jetzt an. Und das interessiert uns und wir beteiligen uns da auch. Das ist für mich wirklich ungewohnt. Ich meine, ich komme aus verschiedensten Branchen. Ich habe Objektschutz gemacht, ich war im Handwerk tätig, ich bin gelernter ITler. Also ich habe wirklich einiges gemacht. Und ein derartiges Zusammenarbeiten, ich sage jetzt mal, mit den Kunden, das ist für mich wirklich auch neu und das freut mich auch wirklich. Das motiviert uns eben insgesamt eben auch, wirklich auch mal uns im wahrsten Sinne des Wortes die Nächte draußen um die Ohren zu schlagen und Ausrüstung auszuprobieren. Ich meine, wer mich ein bisschen kennt und wer auch uns Dings in den Foren verfolgt, was wir machen, ich bin Girdo, ich sammle Ausrüstung, ich kann wirklich auf Olafuchs, jetzt geht's aber ab, auf stapelweise Ausrüstung zurückgreifen. Und wir sagen uns eben wirklich trotzdem, wenn wir auf die Touren gehen, wir nehmen auch mal Ausrüstung mit, die noch nicht fertig ist. Wir probieren die jetzt mal aus, weil nur so können wir effektiv wirklich die Fehler erkennen und ausmerzen. Und wenn hinterher, ich sage jetzt mal, nur geschrien wird, oh, ist zu teuer, oh, ist die falsche Farbe und kein Feedback kommt, naja, dann machen wir es halt in der richtigen Farbe, nehmen günstigere Materialien und machen es günstiger und interessiert uns das auch. Jetzt geht es hier aber rund. Das ist das Problem, wenn es live ist. Dann
da ist dann auch nicht so der Wille da, sich wirklich reinzuhängen. Aber so wie ihr, ich sag jetzt mal, auf uns zugeht, das ist ziemlich einzigartig und aus dem Grund sind wir auch wirklich motiviert, hier was zu machen. Und wir werden auch mehr machen. Also das Video ist jetzt zum Beispiel das erste Video mit der neuen Kamera. Wir haben wirklich jetzt für die Touren komplett neues Kameraequipment angeschafft. Haben da wirklich nochmal, ich sag jetzt mal, wir haben letztes Jahr ein bisschen aufgerüstet, wir haben jetzt, ich sag jetzt nochmal um einen Faktor 2 aufgerüstet, ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch. Ich bin selber gespannt, wenn das erste Video jetzt dann später geschnitten und hochgeladen wird. Das wird jetzt in, ich schätze mal, so 7-8 Stunden sein. Das heißt, jetzt, was ich euch erzähle, jetzt, wenn ihr es seht, ist es so circa 7-8 Stunden her, dass ich hier draußen war. Und ich hoffe doch, dass da noch mehr kommt und ich möchte euch wirklich motivieren und wirklich drauf, auch wirklich, ja, in die Richtung so ein bisschen treiben. Sagt uns noch mehr. Also, vor allem, sagt uns nicht nur, was euch gefällt, sagt uns auch, was euch nicht gefällt. Und sagt uns, was ihr sehen wollt, was ihr machen wollt. Wir werden verstärkt wieder rausgehen, wir werden wieder verstärkt Ausrüstung testen. Spätestens ab Februar geht es dann wirklich los. So. Was haben wir hier? Ja. Das Video läuft jetzt 5 Minuten. Ich habe es angezündet, bevor ich die Kamera eingeschaltet habe. Rolling Boil von einem halben Liter Wasser in 5 Minuten. Das ist für einen Spirituskocher bei den Temperaturen echt gut. Aber gut, das haben wir jetzt mal aus dem Vogel lassen, wie gesagt. Haut uns das Feedback um die Ohren und sagt auch wirklich mal, was ihr draußen sehen wollt. Und dann machen wir das. Muss ich jetzt auch gleich dazu sagen. Ihr habt es ja vorhin auch gesehen, ich habe nicht den Tane dabei. Den neuen Rucksack, das liegt ganz einfach daran, den Tane-Rucksack, den ihr auf den Fotos bis jetzt gesehen habt, das ist nicht mehr die aktuelle Version. Die aktuelle Version kommt nächsten Mittwoch ungefähr bei mir an. Das nächste Muster wird dann übrigens im Flecktarn sein. Hat jede Menge Veränderungen, das heißt, der Tane, wie er jetzt ist, wie ich ihn jetzt da habe, ist nicht mehr aktuell. Das hätte keinen Sinn gemacht, euch den jetzt hier zu präsentieren und dann in einer Woche zu sagen, übrigens, das haben wir geändert. Aus dem Grund haben wir es jetzt eben so gemacht, dass ich jetzt meinen normalen Bushcraft-Rucksack mitgenommen habe. Und für den Tane wird es dann wahrscheinlich wieder ein extra Video geben. So, und wie ihr seht, das Wasser ruft, das Mittagessen auch. Wir sehen uns nach dem Verschwerden.